Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, hier zu Lumberjacks Dynasty. Ich habe mal geschlafen. Einen Tag haben wir mal geschlafen. So, jetzt gucken wir mal. Können wir denn irgendwas Besonderes herstellen? Eben Kochbücher oder so technisch? Hätten wir hier zum Beispiel so eine Eiscreme. Die könnte man dann auch verkaufen. Tatsächlich. Bisschen Honig-Eiscreme. 7 Stück. Weil wir kriegen ja Milch und Honig kriegen wir ja raus. Und Eier, das ist das, was wir zum Beispiel immer machen könnten, diese Eiscreme. Weil das stellen wir selber her. Beziehungsweise die Tierchen. So, die sind noch nackig hier, die Kumpels. Ach, beste Wetter, nackig zu sein. Gut, dann wollen wir mal hier melken. Die müssen nämlich gemolken werden. Bleibt nicht aus. Ah, dann hier. Oh, ich musste niesen, Entschuldigung. So, dann hier die nächste Kuh. Eine Schnorkelkuh. Ja. Und dann haben wir auch immer das Zeug da. Gerade Eier, so Honig und Milch. Dann können wir auf jeden Fall immer diese Eiscreme herstellen. Und können die zum Beispiel auch verkaufen. An den Händler meines Vertrauens verkaufen wir das dann. Und können da noch ein bisschen Geld machen. Habt ihr schon Eier gelegt? Nehme Ei. Nehme Ei. Nimm Ei. Nimm Ei. Ey, Eier ran. Boah, ich raste aus, wie ich hier keine Eier kriege. Ich schwöre. So. Warum hängt die ja eigentlich drauf auf den Dingern? Die sollten ja eigentlich gar nicht sitzen. So, mehr... Mehr Eier sind jetzt hier, glaube ich, nicht. Okay. Gut. Dann haben wir das. Hier kommt mal zu. Wo ist Oskar? Oskar, hi. Gib Oskar Wurst. Ja, fein. Gut. Das sieht ja schon schön aus hier. Das Häuschen ist auch gemacht. Da oben das Dach haben wir fertig. Muss eben nur noch gestrichen werden und von drinnen noch einiges getan werden. Und dann, ja, passt das, wie bei allen anderen auch, bis auf die Dinger. Die lasse ich jetzt aber so, weil das finde ich ganz cool so. Bevor wir die Farbe haben, ändere ich das jetzt erstmal nicht. Dass wir dann doch ein bisschen einen anderen Kontrast haben zu dem normalen, blöden, ja, Braun von diesem Holz. Ah, es wird endlich mal wieder schön, glaube ich. Oh, das ist ja toll. Okay, das haben die geändert wegen Halloween wahrscheinlich hier. Guck mal da, der ist voll gruselig. Der kommt dich nachts besuchen. Ja, ja. Knabbert dich die Füße ab und so. Voll gruselig. Aber was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt irgendwas tun. Bin mir noch nicht sicher, was. So, wir haben hier oben auch noch Aufträge. Ein größerer Fischbelohnung. Bäume pflanzen hinter Carsons Farm. Ja, das kann ich noch nicht. Gibt nicht. Kann ich noch nicht. Das haben wir ja mal angenommen. Ja. Aber ich kann diese Bäume nicht pflanzen, weil ich die Möglichkeit dazu einfach noch nicht habe. Neue Mission verfügbar. Finde das verlorene Schaf. Wow. Ja, egal. Dann machen wir das auch mal. Dann fahre ich da mit der Pritsche hin. Der ist ja... Nee, habe ich noch ein normales Auto eigentlich gekauft mir? Müsste ich doch nicht mit der Pritsche hinfahren. Ich habe mir doch ein anderes Auto gekauft, was schneller ist, oder? Moment. Wo steht denn die Kiste überhaupt? Wo steht mein Auto? Das ist eine gute Frage. Hier hinten immer. Haben wir das Auto geparkt? Nicht doof? Hier. Ah, da bin ich ja gleich hier bei dem Schafgedingens. Moment.
So. Ist da unten irgendwo? Man muss ja gar nicht weit fahren. Wo ist es denn? Wenn überhaupt jetzt hier einer da ist. Wie gesagt, bei dem Regenwetter sind die oft gar nicht da. Ach, das ist die andere Seite. Okay. Entschuldigung. Müsste ja dann hier unten irgendwo sein. Hoffe ich. Aber eventuell ist sie gar nicht da. Ah, doch, da. Moin! Na ja, ihr Schlabbertaschen. Hallo. Hi. Hi. Brauchst du denn Hilfe irgendwas? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid. Irgendwelche neuen Gerüchte? In letzter Zeit werden einige Schafe vermisst. Ich frage mich, ob es wieder die Wilderer sind. Ja, genau. Die klauen ja Schafe. Wiedersehen. Mehr Schafe kann ich leider nicht kaufen. Morgen. Hallo. Oh, hallo. So schöne Augen. Du bist etwas Besonderes. Weißt du das? Danke. Du bist so ein Gentleman. Ja. Scheint dich ein bisschen mehr zu hallo, mögen. Oh, das dir? Ist schön. Oh, hallo. Brauchst du meine Hilfe? Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid. Irgendwelche neuen Gerüchte? Die ganzen lokalen Investitionen sind seit Jahren ins Stocken geraten. Nicht gut für das Geschäft. Keine Touristen, kein Geld. Ich wünschte, jemand würde etwas dagegen tun. Ja, kannst du doch selber machen. Wie sieht's mal aus? Hallo. Schön, dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid. Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich habe gehört, dass Wilderer die Tiere verscheuchen. Der alte Logan wird mit ihnen nicht alleine fertig. Egal, wie gut er ist. Auf Wiedersehen. Bei denen hätten wir auch eine Kuh kaufen können. Brauchen wir allerdings auch nicht, denn wir haben schon... Hallo. Hi. Hi. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid. Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich versuche immer noch den Mut zu finden, John zu bitten, mir das Angeln beizubringen. Ich meine, ich kenne die Grundlagen, aber dieser Mann ist ein echter Magier mit seiner Angelrute. Schade, dass er gleichzeitig so mürrisch und unhöflich ist. Auf Wiedersehen. Hallo. Oh, hallo. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Also hier ist die Schafs oder du nicht. Du machst mich so glücklich, wenn ich dich lächeln sehe. Danke, du bist auch nicht so übel. Oh, hallo. Mann. Oder oh, die ja noch, die haben wir noch nicht. Der beste Teil meines Tages ist es, dich lächeln zu sehen. Oh, danke. So nett von dir. Ja, ich bin voll freundlich. Erstmal alle Weiber anmachen. Hi. Oh, hallo. So, brauchst du meine Hilfe eben was brauchst hier? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Kannst du mir helfen, mein Schaf zu finden? Das ist die alte Schafsfrau. Ich fürchte, es okay. Hat sich verirrt. Sicher, Gewächshaussetzlinge. Ich weiß gar nicht, was ich noch an Gewächshaussetzlingen habe. Bin mir gerade überhaupt nicht so sicher. So, Schaf hinten. Da hinten irgendwo. Erstmal Schwimmi machen. Boah, das dauert ja ewig. Wie langsam schwimmt denn der? Das ist ja gruselig. Seltener Angelplatz. Aber wie ich schon sagte, das Angeln hier ist einfach furchtbar. Fürchterlich gemacht, wirklich. So, gucken wir mal. Mal hier irgendwo. Schaf finden. Ich hoffe auch so schnell wie möglich, weil so viel Geld gibt es jetzt auch nicht. So, hier ist es auf jeden Fall schon mal nicht, aber hier können wir schon mal Pilze mitnehmen. Das ist schön. Lecker Pilze, vielleicht können wir daraus ja auch noch was Schönes zaubern am Herd. Da ist doch das blöde Schaf schon. Guck mal.
ging ja schnell. Da bin ich ja froh. Okay. Dann komm mal mit. Du Getier. Diesmal gehe ich aber über die Brücke, weil das dauert mir sonst zu lange, da durchzuschwimmen. Mit dem Schaf in der Hand. Boah, du stinkst, Schaf. Pfui. Boah, widerlich. Geronimo! Jupp, haha. Du hast mir wirklich mein Schäfchen gebracht. Ich danke dir. Na, kein Problem. So, gut. Habe ich jetzt nur Sozialpunkte gekriegt? Oh Mann. Nicht mal Geld oder so. Doch 50 Euro. 50 Euronen habe ich bekommen. So, dann steigen wir mal ins Auto ein und dann fahren wir hier wieder zurück. Wie gesagt, das andere kann ich einfach noch nicht machen, weil ja. Reparaturauftrag. Oh, mal was anderes. Nice, den können wir ja auch machen. Endlich mal wieder was reparieren. Das ist schon lange her, dass wir das getan haben. Gab auch ein bisschen, zumindest ein bisschen Geld. Oh nein. Au. Entschuldigung. Baum. Kann man die Bäume hier einfach fällen? Die hier so am Rand rumstehen? Fällen, Kiefer. Kaufe dieses Grundstück. Für 2000. Also, ja, du musst echt alles kaufen hier. Die ist nicht einfach so mit Fällen. Ob ich jetzt gleich wieder Geld zahlen muss? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Oh Mann. Ich gleich wieder richtig Ärger. Du hast einen Baum gefällt, der dir nicht gehört. Ach, Junge. So hat sich das leicht gehabt. Oh je, oh je. Kann ich nochmal neu laden hier? Spielladen. 70, 1700. Nee, da müsste ich. Nee, da müsste ich alles von vorne anfangen. Nö. Nee. Nee. Meine ich, dann bezahle ich eben die 1200, aber was soll's. So viel ist das jetzt auch nicht. Einmal verkaufen und dann haben wir es wieder drin. Also nicht irgendwo einfach machen, auch nicht am Wegesrand, die kaputten Bäume. Ja, da siehst du ja, was du gleich davon hast hier. Hallo. Hi. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Irgendwelche neuen Gerüchte? Mir fällt nichts ein. Wirklich. Bis dann. Gut. Hi. Schön, dich zu sehen. Hi. Hi. Der beste Teil meines Tages ist es, dich lächeln zu sehen. Oh, danke. So nett von dir. Ja. Hallo. Freundlich. Schön, dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe, bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Warum nicht? Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich habe gehört, dass das alte Sägewerk zum Verkauf steht. Das wäre sicher ein gutes Geschäft, das man besitzen könnte. Und das Haus ist trotz des Alters auch ganz nett. Ja, weil ich das aufgemöbelt habe. Deswegen. Ich muss los gehen. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Wie kannst du nur die ganze Zeit so gut aussehen? Oh, danke. So nett von dir. So, dann machen wir uns hier überall jetzt mal einen Namen, einen Ruf. Hallo. Oh, hallo. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ich brauche qualifizierte Hilfe, um das Gebäude zu reparieren.
Würdest du das bitte für mich erledigen? Klar, sicher kein Problem. Sicher kein Problem. Okay. So, wir haben die Mission. Welches Gebäude müssen wir denn machen? Repariere das ganze Gebäude. Hey, buh. Das da? Das hier muss ich reparieren. Okay. Repariere das ganze Gebäude. Das müsste das sein hier. 9 Meter. Ja, okay. Multifunktionswerkzeug raus. Wo ist es denn? Da. Okay. Wahrscheinlich inklusive des blöden Sounds hier. Gut, dann reparieren wir das mal eben. So lange wird das ja jetzt nicht dauern. Zumindest wenn sie nur das hier meint. Wenn sie jetzt das Große natürlich auch noch meint, dann haben wir das Problem. Ja, da wird es doch ein bisschen mehr in Anspruch nehmen. Muss hier echt ein Dings hinsetzen? Ach komm, ey. Naja. Nützt ja alles nix. Wupp. Das Gebäude wäre fertig. Entferne Gerüst. So, das wäre der Teil hier. So, zack. Auftrag erledigt. Okay, das war's schon. Gute Arbeit, vielen Dank. Gut. 260. 500 Sozialpunkte. Naja, ist ja wenigstens ein bisschen was. Und dann haben wir das jetzt zumindest auch erstmal fertig. Mehr gibt es jetzt hier auf der Karte auch gar nicht. Ja. Gut. Würde ich sagen, dann fahren wir zurück. Und dann beende ich einmal die Folge. Wir müssen in andere Richtung. Einmal hier lang. So. Setzlinge zum Einpflanzen. Bäume pflanzen hinter Carsons Farm. Ja, das kann ich noch nicht, weil ich noch nicht ausgebildet bin. Peter, der an diesem blöden Ding hängen geblieben. Was ist denn? Okay, das ist die richtige Strecke. Müssen wir irgendwann dann hinten noch rechts rum. Ja, Bäume setzen würde ich gerne. Sogar sehr gerne, aber wir haben noch nicht die Möglichkeit, das zu tun. So, dann einmal hier rüber. Dann müssten wir hier einmal rechts rum. Oh. Mir das Auto leicht ausgebrochen. Und ansonsten haben wir gar keine Aufträge mehr hier auf der Karte, ne? Bis auf den einen mit den Bäumen pflanzen, was wir aber nicht können. Gibt es nichts. Nothing. Ja. Möbeljahr können wir auch noch kaufen. Da gibt es ja extra diesen großen Händler. Da kann man alles Mögliche kaufen. Kühlschränke. Und, oh, ich sollte nicht auf meinen OBS gucken, während ich jetzt hier
fahre. Kühlschränke, irgendwelche Schränke, Stühle, alles Mögliche. Also wirklich ganz viel Zeug für die Einrichtung. Das können wir uns aber jetzt aktuell noch gar nicht leisten. Also. Überhaupt nicht. Weil jetzt muss ich auch noch Strafe zahlen für diesen blöden Baum da. Das hätte ich aber wissen. Aber nein, aber nein. War ja klar. Gut. Achso, dass das Ding hier mal verschwindet, würde ich jetzt mal eben ganz schnell. Flupp. Das ist ja nicht mehr viel. Nein, muss ich nochmal. Flupp. Sind noch 20 Stück. Dann würde ich mal ganz schnell hier vorne die mal anbringen irgendwo. Da verschwindet das Teil nämlich da auch von dem Weg. Das nervt mich sowieso schon die ganze Zeit. Möchte ich sagen. So. Ja, das hat super geklappt. Begeistert. Ich bin begeistert, wie das funktioniert. So. Haben wir da schon mal ein Stückchen Wand fertig. Ja, hallo. So, dann verschwinden die Bretter nämlich auch mal. Dann haben wir die Seite zumindest schon mal soweit fertig. Sehr schön. Dann haben wir also das. So, gibt es Ding jetzt hier noch? Wir haben hier noch eine Eiche, 6 Kiefern. Das gehört auch uns. Da haben wir ja schon einiges gemacht. Hier haben wir auch nochmal. Auch meins. Und das bin ich auch der Eigentümer. Da könnten wir auch noch einiges wegsägen und tun. Damit wir da ein bisschen zu Geld kommen. Ja, gucken wir mal nächste Folge, würde ich sagen, dass wir hier noch ein bisschen Arbeiten machen an den Bäumen und so. Weil sonst, ja, wird ja auch nicht weniger. Ja, wenn wir nichts tun, ne? Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.